dann mal den Nähe. Da unten was sie, da oben was sie. Zusätzlich, wenn wir die Schwatzen machen, dann die Pinoai, also Jobpinoai, und zwar Sprüche aus dem Gehe. Und da dran steht, wenn ich hier ein Ort ist, so wie die Stadt, da sind ein paar richtig gute Sachen drauf, die wir dann da rausholen. Und die müssen dann auf Deutsch zu sehen. Das heißt also, wo Kameras sind, müssen dann auch die Schilder zu sehen. Wenn ihr darüber geht, euch vielleicht hier auch schon mal so eine Pappe mitnimmt. Ne? Wenn ihr euch da aufstellt, dann reicht noch eine kleine Bühne kriegen. Ne? Wenn die vorne auf dem Bürgersteig die Bühne aufstellen, damit wir von da filmen können und so. Weil das sind ja alles Sachen, die müssen organisiert werden. Also wir haben schon also in der Beziehung, also nicht nur für die Abteilung arbeiten. Meine scheiß Arbeitskollegen zeigen. Noch? Noch? Oh. Noch. Irgendwie gehören wir ja zusammen immer noch. BVB-Fan, der größte, den es gibt. Thank you.
Heute machen sie Glasmoor, machen sie Schokolade. Ich glaube, das ist jetzt mal alles gemacht. Wo deine Schwester ist, ja? Ich meine, sie auf Deutsch. Ja? Das ist ein Maro, bitte. Wir treffen uns in Ohren und Schumacher zu Hause. Gehst du heute hoch? Nein, wir haben alle Kohle gekriegt da. Alles habe ich am Brennen.
gesund bist. Du bist jetzt schön drauf hier, aber so volles Tor. Jetzt freuen sich schön, Schauspieler alle, hör mal. Ich schon ist natürlich Feinde, lasstet mich einmal sein, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen, mit deinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen. Wer daran glaubt, alle Gefahren nur auf sich selbst gestellt zu überstehen, muss einsam werden
und mit den Jahren auch an sich selbst zugrunde gehen. Freunde, lasst es mich einmal sagen. Freunde, lasst es mich einmal sagen. Und weiß ich heute auf meine Sorgen und Ängste keine Antwort mehr. Dann seid ihr da, so trag ich morgen allein nur noch halb so schwer. Nun, Freunde, lasst es mich einmal sagen, gut lieber hier zu sein. Gut euch zu sehen, mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühl ich mich nicht dabei. Gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen, mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühl ich mich nicht dabei. Gut euch zu sehen, fühl ich mich nicht dabei. Bevor wir weitermachen, möchte ich euch immer sagen, wie sehr ich mich freue, heute Abend in meiner Heimatstadt Bielefeld auf dieser Bühne zu stehen und mit meinen Freunden Konstantin und Reinhard ein gemeinsames Konzert zu geben, unterstützt von Giovanni Bertolini. Für uns ist diese Situation genauso neu wie für euch. Wir wissen auch nicht, wie der Abend zu lassen wird. Aber es kann eigentlich nicht passieren. Das ist ein Freund. Du bist 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 ein Freund. Ich wünsche uns allen einen schönen und trug einen Ring, auf dem mein Name stand. Der Name eines Mädchens, ein mir erfroren oder unverdientes Glück. So viel von dem, was ich mir wünschte, habe ich niemals erreicht. Und meine Lieder klingen nicht mehr so wie damals frei und leicht. Heute singe ich um mein Leben. Die Erinnerung an das Mädchen ist geschmolzen wie der Schnee. Ich wollte es vergessen, warf den Ohrring in die See. Heute singe ich um mein Leben. Von Verkehrslärm und Gestank zwischen Läden und Kühen und dem Eingang einer Bank warten ein paar Leute auf ein Junge, steht davon und schlafen. Sie spielen neue Lieder und trägt einen Ring im Ohr. Die Lieder lauschen ihre neuen schlecht gekannt, oft schon haben ihre Mutter sie vor so einem gewandt. Ich
Nur sich gestärkt. Ich wuchs auf unter Tanten, Schwestern, Cousine, die es schwer mit mir hatten, aber ich auch mit ihnen als Frauen mit starker Persönlichkeit. Um es nicht auszudrücken, ich will keinen Streit. Und ich mit meinen kleinen Schwänzen dazwischen, da sind sie ohne Chance dann zu mir. So war das, als ich vor 20 Jahren hier als Pastorin nach Gerresheim kam, in den Gemeindebezirk hier rund um die Glashütte. Und so war das vorher über 100 Jahre lang, das untere Gerresheim und die Glashütte, das war eins. Auch meine evangelische Kirchengemeinde ist eng mit der Hütte verbunden. Sie konnte sich hier überhaupt nur gründen, Glashütte, in evangelischen Gebieten im Norden und Osten Europas hierher nach Gerresheim holte. Ihre Kultur, ihre besondere Sprache, ihr Lebensgefühl hat unseren Stadtteil geprägt. Der Schichtrhythmus und die Dunkelkammer in den Häusern, die Gärten und Ställe im Hof, das Hötterblatt, die engen Gassen der Altstadt, hier vorne, wo jetzt der Parkplatz ist, ihr praktischer kirchenkritischer Glaube, die rote politische Gesinnung, all das hat unser Gerresheim hier unten besonders geprägt und ausgemacht. Und mittendrin in all dem die Gustav-Adolf-Kirche, meine Kirche, wo die Kinder der Hötter getauft wurden, konfirmiert wurden, getraut. Und das wollt ihr und das wollen wir nicht hinnehmen. Ich überbringe euch heute die solidarischen Grüße der evangelischen Kirchengemeinde und die solidarischen Grüße des evangelischen Kirchenkreises hier im Osten unserer Stadt. Als Stadtsuperintendentin und Ortspfarrerin hier an diesem Standort sage ich euch, die evangelische Kirche steht an eurer Seite. Wir haben was dagegen. Wir haben was dagegen, wenn das Profitinteresse der Aktionäre über das Interesse der Beschäftigten gestellt wird, die ihren Lebensunterhalt durch Arbeit verdienen, statt Empfänger von Transferleistungen sein wollen. Ihr wollt arbeiten und man lässt euch nicht. Das ist ein Skandal. Wir haben auch was dagegen, wenn Menschen angelogen werden und verschaukelt, wie die 107 und vorher all die anderen, die ihren Arbeitsplatz räumten, damit die Arbeitsplätze der Kollegen gesichert werden. Standortsicherung hieß das, mit dem Argument, alle übertariflichen Zulagen in den letzten Jahren gestrichen hat und dann Jahr für Jahr mehr Arbeitsplätze. Es war, das wisst ihr heute, eine Lüge. Das ist ein Skandal. Und wir haben auch was dagegen, wenn in dieser Stadt und jetzt auch eben hier in Gerresheim immer mehr gewerbliche Arbeitsplätze vernichtet werden und damit qualifizierte und unqualifizierte Arbeiter und Arbeiterinnen und ihre Familien an den Rand gedrängt oder ganz aus unserer Stadt herausgedrängt werden. Sollte, dass hier in Gerresheim, wo ein bedeutender Arbeitgeber, ein großer Arbeitgeber dicht machen will, wenn es hier solch ein Komitee geben wird, Gerresheim muss leben, dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, bin ich dabei. Und ich bin sicher, es sind dann auch Herr Puchniewski und Herr Kopmann und alle Farben der Parteien dazwischen mit dabei, denn hier geht es, und das ist auch unserem Ortsbürgermeister wichtig, um den Standort Gerresheim, damit die Menschen, die hier leben, hier weiterhin leben können und ihre Kinder großziehen können und hier mit den anderen, die anderen Berufen nachgehen, zusammen leben und eine Gemeinschaft bilden können. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Auswald. Ich bitte den Kollegen Rolf Erler ans Mikrofon. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, zuerst einmal möchte ich meine Begeisterung zum Ausdruck bringen über die vielen Menschen, die unserem Aufruf zur heutigen Demonstration gefolgt sind. Und ich möchte mich für die überwältigende Bekundung der Solidarität bei allen hier ganz herzlich bedanken. Nicht nur die Beschäftigten der Glashütte und ihre Familien sind heute gekommen,
sondern auch viele Kolleginnen und Kollegen aus anderen Betrieben unseres Betreuungsbereiches sowie aus Betrieben, aus Glasbetrieben anderer Bezirke und Kolleginnen und Kollegen anderer Gewerkschaften sind hier zahlreich vertreten. Und darüber hinaus natürlich auch viele Freunde, Bürgerinnen und Bürger aus Gerresheim und ganz Düsseldorf, aber ich habe auch viele schon aus anderen Städten hier gesehen. Dafür sage ich ganz herzlichen Dank. Eure Teilnahme macht uns Mut. Am letzten Mittwoch traf uns die Nachricht über die Entscheidung der OI, die Glashütte hier in Gerresheim komplett aufzugeben, wie ein großer Schock. Die Beschäftigten und Betriebsräte der Glashütte sowie wir als Vertreter der IG BCE sind weder Phantasten noch abgehobene Visionäre. Wir wissen, dass solche Konzernentscheidungen mehr als ernst zu nehmen sind und nur schwer umzukehren sind. Aber dennoch haben wir entschieden, uns dieser Entscheidung nicht einfach zu beugen, sondern wir wollen jede Möglichkeit nutzen und nach jedem Strohhalm greifen, der ein Überleben der Glashütte bewirken könnte. Den habe ich nämlich gemeinsam mit Paul Steffens und Dieter Schiller hier vom Betriebsrat am Montag angeschrieben und wir haben ihm den Brief persönlich ins Rathaus gebracht mit der Bitte, mit uns ein Gespräch zu führen und gegebenenfalls auch hier und heute an unserer Kundgebung teilzunehmen. Eine Reaktion auf dieses Schreiben ist bis zur Stunde ausgeblieben. Wenn Herr Erwin es nicht für nötig hält, sich mit Vertretern der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu einem Gespräch zu verabreden, da möchte ich ihm aber auch von hier aus sagen, dass wir von ihm keine Belehrung in der Presse brauchen, was unternehmerische Entscheidungen sind und dass wir nicht im Sozialismus lebten. Wenn jemand weiß, was unternehmerische Entscheidungen sind und welche Auswirkungen in der Regel damit verbunden sind, dann sind das die Betriebsräte und ihre Gewerkschaften. Wir haben nicht nur hier in der Glashütte, sondern in unzähligen anderen Unternehmen immense Umstrukturierungen mitbegleitet und Verantwortungsbetriebsräte haben nicht nur gehofft, hart verhandeln. Ich bedanke mich noch einmal bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern. Ich bedanke mich für die gelebte Solidarität in den letzten Tagen hier an der Mahnwache und vor allen Dingen bei der heutigen Demonstration. Und lasst mich mit einem vielleicht schon etwas abgenutzten Spruch, der aber immer noch gilt, schließen: Wer kämpft, kann verlieren, aber wer gar nicht kämpft, der hat schon verloren. Dankeschön. Liebe Kollegen und Kolleginnen, wir, der Betriebsrat von der Gerresheimer Glashütte, sind am 25.05.2005 früh morgens darüber informiert worden, dass die Gerresheimer Glashütte geschlossen werden soll. Wir haben es nicht von der Geschäftsleitung gehört. Nein, wir haben es ins Internet gelesen. Das ist die Sauerei an dieser Politik hier. Bei unserer Betriebsratssitzung am 25.05. haben wir die Werksleitung aufgefordert, uns mitzuteilen, was da dran ist, wann der Schließungstermin ist. Die Werksleitung hat uns nichts gesagt. Sie hat nur die Absicht bekundet, die Gerresheimer Glashütte zu schließen. Ich behaupte, die Schließung der Gerresheimer Glashütte war der Geschäftsleitung schon 2004 bekannt, wo sie uns gesagt hat, dass 107 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz hier verlieren sollen. 107 Mitarbeiter sind Ende März aus diesem Unternehmen ausgeschieden. Wir in der Verhandlungskommission haben uns darauf verlassen, auf das Wort unserer Geschäftsleitung, dass wir hier die restlichen 235 oder 245 hier jetzt eine Chance haben. Uns wurde immer gesagt, jetzt haben wir die Olympiamannschaft. Ich
klage hier den Wortbruch unserer Geschäftsleitung an. Die Gerresheimer Glashütte ist 1864 von Ferdinand Haie hier aufgebaut worden. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Gerresheimer Glashütte 2005 hier auch schließt. Denn bedenkt, die Gerresheimer Glashütte ist fast so alt wie die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika. Anfang der Woche war ich im Rathaus mit einem Kollegen, um dem OB Erwin unser Schreiben zu überreichen, um Gespräche mit ihm zu führen. Ich bin nicht vorgedrungen bis ins Amtszimmer des Oberbürgermeisters. Ich wurde vorher abgefangen. Wir haben den Brief abgegeben. Wir haben bis heute keine Antwort, ob der Oberbürgermeister mit uns Gespräche führen möchte. Ich weiß aber, dass der Oberbürgermeister hier angerufen hat, und zwar bei der Geschäftsleitung, aber nicht bei uns. Und die unverschämten Äußerungen vom Erwin, unternehmerische Entscheidungen zu akzeptieren, wir leben ja nicht in einem Sozialismus, das ist menschenverachtend. Wir, der Betriebsrat der Gerresheimer Glashütte, haben diesen Standort noch nicht aufgegeben. Die Belegschaft, die Vertrauensleute und der BR werden dafür kämpfen, dass diese Gerresheimer Glashütte weiterhin hier besteht. In der Wirtschaftsausschusssitzung hat mein Kollege Dieter Schiller, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der BSN Deutschland, der Geschäftsleitung den Antrag gemacht, um Übernahme dieser Firma durch die Belegschaft. Es wurde kategorisch Nein gesagt. Wir haben andere Vorschläge gemacht, wurde nicht drauf eingegangen. Die wollen uns platt machen, die wollen mit unser platt machen mehr Geld verdienen, als wenn wir hier weiterarbeiten würden. Und wir sind produktiv, das wissen wir. Wir werden die Verhandlungen so führen, dass wir hier dieses Werk erhalten können. Ich habe noch einen Spruch. Irgendwann werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Hoffentlich bald, dass andere Kollegen nicht das durchmachen müssen, was wir jetzt durchmachen. Ich bin der ehemalige Betriebsratsvorsitzende und bin einer von den 107. Um zu begreifen, was hier abläuft, muss ich ganz kurz mal zur Vergangenheit gehen. In den 70er Jahren war OI schon mal hier. Owens Illinois hat damals 4 Werke geschlossen, 1100 Werkswohnungen verkauft, Grundstücke verscherbelt, die Glashütte halbiert und hat sich dann vom Acker gemacht und ihre Aktien an die WestLB verkauft. Jetzt sieht es so aus, als wenn sie sich den Rest holen wollen und sind nochmal wiedergekommen. Das ist die Geschichte, die wir mit OI gemacht haben. Wir haben jetzt ein Jahr OI fast hinter uns. Neu OI. Ein Jahr. OI hat über 100 Hütten in der Welt. OI hat auch Plastikbuden, die fabrizieren in der Welt ganz viele. Aber sie wollen, nach Aussage, wollten sie hauptsächlich im Glasbetrieb wachsen. Wachsen? Was hier passiert, kann kein Wachstum sein. Wir haben einen Interessenausgleich geschlossen und haben den Beginn Dezember 04 haben wir damit angefangen zu verhandeln. Als erstes haben wir versucht rumzudrehen von unserem Geschäftsführer, von dem wir mittlerweile wissen, dass er überhaupt keine Abschlusskompetenz hat, kam immer ein Nein. Wenn wir gesagt haben, ja, nun lass uns mal darüber reden, wie wir denn Teile sichern können oder wie wir mit kleineren Investitionen
die Hütte retten können, indem wir keine Modernisierung durchgeführt hätten und andere Aktionen durchgeführt hätten, haben die immer gesagt, wir müssen mal telefonieren. Dann sind sie rausgegangen, dann haben sie eine Stunde telefoniert, manchmal auch anderthalb. Und dann kamen sie irgendwann wieder und haben gesagt, ja, wir können in die Richtung verhandeln oder in die andere. Das heißt, die Verhandlungen erstreckten sich immer so, dass der Verhandlungsausschuss der Arbeitgeber mit uns gesprochen hat, konnte uns keine Auskünfte geben. Dann ist er zu Mr. Whiteside gegangen, der kein Wort Deutsch spricht oder zumindest so tut. Der Mr. Whiteside hat sich ans Telefon gesetzt, hat einen Typen in irgendwo Europa angerufen, der konnte auch nichts sagen. Und dann ging es wie die Spinne ins Netz nach Ohio, nach Toledo. Und immer stand also, wir kriegen keine Investitionen, die Wanne wird geschlossen zum 1. April. Irgendwann waren wir natürlich auch bei Sozialplanverhandlungen. Wir haben dann versucht, Garantieerklärungen hinzukriegen für den Rest der Belegschaft. Dem wurde nie Rechnung getragen. Sie können keine Garantieerklärungen geben. Sie müssen nach einigen Jahren nochmal drüber schauen. Und dann werden sie eventuell Investitionen tätigen oder nicht. Alles gelogen. Sie hätten Garantieerklärungen geben können. Das werdet ihr gleich verstehen. Die 107 sind also gegangen. Als die 107 feststanden, habe ich gesagt, lasst einen 40-Jährigen hier. Bin bald 60, dann gehe ich. Wenn ich das gewusst hätte, was hier passiert, hätte ich die Kündigungsfrist im Werk abgesessen. Aber auch so geht's wahrscheinlich. Der Herr Weizheit ist sehr empfindlich, wenn man ihm sagt, er lügt. Das hat er bewiesen bei der letzten Betriebsversammlung wieder. Er hat uns zugesagt in den Verhandlungen, die Investitionsuntersuchungen und Entscheidungen frühestens in einem Jahr durchzuführen und danach dann auch zu handeln. In den USA hat das Jahr 50 Tage. Schlimmer kann es eigentlich nicht sein. Also, er hat gelogen. Die angeblichen Entscheidungsgründe für die Schließung der Wanne 1 von OI waren und sind jetzt wieder neu. Die waren bei der Wanne 1 nämlich unverändert und nach 50 Tagen werden sie nur wiederholt. Investitionen von 30 Millionen Euro in den nächsten Jahren gäbe es nicht. Könnten sie sich nicht leisten, wollen sie nicht tun. Dann haben wir hohe Überkapazitäten in Deutschland und deswegen muss man also ein Werk schließen. Damals hat man gesagt, eine Wanne schließen. Keine Standardmaschinen. Wir haben in Düsseldorf wenig Standardmaschinen. Aus dem Grunde sind wir nicht so wettbewerbsfähig wie die anderen. Das waren die offiziellen Gründe damals dem Wirtschaftsausschuss gegenüber und das waren auch die Gründe heute wieder dem Wirtschaftsausschuss gegenüber. Die Wirklichkeit sieht aber völlig anders aus. Die Glashütte in Düsseldorf ist die nächsten 3 Jahre so gut wie investitionsfrei. Denn eine Wandreparatur steht erst 2008, mittlerweile geschoben auf 2009 an. Erst dann müssen diese Investitionen fließen, wenn man diese Wanne reparieren will. Das heißt, wir können jetzt eigentlich Geld verdienen, weil alles ist abgeschrieben und wir könnten also jetzt Geld verdienen. Also der Grund, den Sie vorgeschoben haben, der erste, ist nicht richtig. Die Spezialmaschinen. Mit Spezialmaschinen kann man auch Spezialprodukte fertigen, haben wir gemacht. Auch das ist eine Lüge. Es gibt bei dem alten OI noch Fabriken, da haben die Maschinen noch Schaltwalzen. Die haben wir schon vor 30 Jahren abgeschafft. Die Überkapazität spielte auch bei der Wanne 1 eine Rolle und spielt jetzt wieder eine neue Rolle. Die Überkapazität gilt für ganz Europa, ist im Wesentlichen in Frankreich. Und in anderen europäischen Staaten, aber auch in Deutschland. Hat was mit Tretin zu tun, aber nicht nur. Es ist nicht alles aufs Zwangspfand abschiebbar, sondern es werden auch hausgemachte Fehler, die da gewesen sind. Diese Überkapazität kann man abschaffen, indem man andere Produkte fertigt und sich anders aufstellt. Das sind Managementfehler. Komme ich zu den wahren Gründen. Die wahren Gründe
Die Glashütte in Düsseldorf zu schließen, haben weder was mit Überkapazität, noch mit Standardmaschinen, noch mit Investitionen zu tun, sondern sind schlicht und einfach Abschreibungsmöglichkeiten in Amerika. Das will ich kurz erläutern. Wenn ein Konzern sich einen anderen Konzern einverleibt, ob durch bösartige oder gutartige Übernahme, egal wie Sie den Deal nennen, die nennen es ja mittlerweile Deal. Früher war Deal was Fieses, heute ist das ja ein Wirtschaftsbegriff. Wenn Sie das tun, dann können Sie im ersten Jahr die doppelte Abschreibung machen. Sie können also höhere Abschreibungen machen als in normalen Zeiten. Das heißt, man kann Wannenreparaturen abschreiben, die notwendig wären. Man kann Sozialpläne abschreiben, die notwendig wären. Man kann viele, viele Dinge abschreiben. Wenn ich die Summe richtig verstanden habe, die mir auch bestätigt wurde aus Teilen dieser Geschäftsleitung, dann kann ich nur sagen, und zwar vom Finanzbereich, dann kann ich nur sagen, es geht hier um dreistellige Millionensummen. Es geht um Summen, die an die 200 bis 250 Millionen sind, die Grundstücke noch nicht eingerechnet. Und auch das Vermögen, was wir vor 2 Jahren erst über Versicherungen gekriegt haben, indem wir am kalten Ende die modernste Hütte Europas sind, auch nicht gerechnet. Wenn man das alles sieht und man weiß, dass dieses Jahr am 21. Juni diesen Jahres zu Ende geht, denn am 21. Juni 2004 ist die Tinte getrocknet vom Vertrag. Dann weiß man, was man mit uns vorhat. Und dann weiß man auch, wo die wahre Geschäftspolitik dieses Unternehmens ist. Nämlich in Abschreibung, und der Mensch ist überhaupt nichts wert. Der Herr Weitzeit ist heute um 3:45 aus dem Tor gefahren. Er hätte fast noch ein paar mit umgenietet, damit er rauskommt. Dann hätte er eine Klage gekriegt. Der ist so empfindlich, das war vorgestern ein Passant, der erregt war, hat ihm Eier hinterhergeschmissen. Da wollte er also Strafanzeige stellen, hat gefragt, wer sind Sie? Oder, also so fragt er ja nicht, er spricht kein Deutsch. What is your name? Da hat er gesagt, weiß ich nicht. Dann hat er den Portier gefragt, what is his name? Hat er gesagt, ich kann Sie nicht verstehen. Dann hat er sie ins Auto gesetzt und ist abgehauen. Der gleiche Mr. Weitzeit, der für 2 Eier, was kosten 2 Eier? 40 Cent vielleicht oder so, was ähnlich, die kleinen, sag ich mal. 40 Cent. Fährt hier durchs Werkstor und nimmt fast ein paar Passanten mit, nur damit er wegkommt. Und in Verbindung mit Gewalt ist das natürlich eine ganz schwierige Geschichte. Was tut er euch eigentlich alles an und uns allen hier? Das ist körperliche Gewalt, die er uns antut. Er reißt uns den Boden unter den Füßen weg. Er nimmt die Existenzmöglichkeit, eine Familie zu ernähren, den Mitarbeitern weg. Er treibt die Familien in die Armut. Und das unter dem Titel, wir müssen Geld verdienen und müssen Cashflow machen, egal wie es kommt. Nun geht's noch immer weiter. Heute Morgen kam eine Nachricht über Antenne, die Antenne mittlerweile wieder fast dementiert hat. Da kam eine Nachricht, nur Bernsdorf wird erhalten. Das soll so nicht gesagt sein, will ich auch glauben. Dann kam die Nachricht, Bernsdorf bleibt erhalten. Das heißt, ab heute müssen sich unsere Kollegen in Aachen, Holzminden und Rinteln die gleichen Sorgen machen wie wir, weil sie der Schlag vielleicht hinterher trifft. Auch die Kollegen in der Hauptverwaltung, die eventuell im nächsten Jahr ausgegliedert werden, haben die gleichen Sorgen wie wir. Dann kommen zu den 235 nochmal 87 dazu, weil man ihnen irgendwo in der Schweiz einen Arbeitsplatz anbietet, aber die Familien nicht mitgehen können, weil die Kinder hier zur Schule gehen. Alles das kann einem nur die Wut ins Gesicht treiben. Und ich sag mal, die sollen abhauen. Die sollen wieder dahin gehen, wo sie hergekommen sind, und sollen dem Vorschlag folgen, den der Betriebsrat gemacht hat, und sollen uns die Bude übergeben. Bude im wohltuenden Sache gemacht. Wir machen daraus eine schöne, fluckige Firma, und ich bin sicher, wir machen Gewinn. Da bin ich völlig sicher. Denn wir haben hier keine Mieten in
Teil schleifen. Wir haben Mitarbeiter, die sich um ihr Werk sorgen und die würden dieses Werk nach vorne treiben und nicht nach hinten. Also sollen sie verschwinden und sollen uns das Werk geben. Und den Spruch, den ich eben gehört habe, der ist richtig. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Hier geht es um den Rest der Belegschaft. Wir wollen dieses Werk erhalten. Schönen Dank. Vielen Dank, Norbert. Jetzt Yves Ziegert. Das Lied. Dauert einen Moment, der Norbert muss erst ein Kabel aufsetzen. Ich kann euch nur eins sagen. Verzeiht uns, wenn wir vielleicht mal hapern, aber es ist Welturaufführung heute hier. Ist noch nicht gesungen worden. Und wir hatten keine Zeit zum Üben. Soll singen und nicht fotografiert werden. Von Bemühung war zu lesen, jetzt kommt ihr mit dem Besen. Ihr sagt, ihr wollt erhalten, nun soll das Werk erkalten. Ihr nennt euch Management, wer hat denn hier gepennt? Mit Leistung wollt ihr prahlen, wer soll die Zeche zahlen? Jetzt alle, ole, ola, wir sind miteinander da. Wir werden uns nicht ergeben, weil wir von der Hütte leben. Ole, ola, sag ein Check auf USA. Lass Gerresheim in Ruhe, geht nach Hause und bleibt da. Der Teufel soll ihn holen, den Weizsäck und versohlen. Er will die Hütte töten, sein Rückgrat ging ihm flöten. Er ist Befehlsempfänger, kein guter Menschenkenner und lügt so wie Münchhausen, lässt jede Achtung sausen. Ole, ola, wir sind miteinander da. Wir werden uns nicht ergeben, weil wir von der Hütte leben. Ole, ola, fuck and shit auf USA. Lass Gerresheim in Ruhe, geht nach Hause und bleibt da. Die haben uns verschaukelt und uns was vorgegaukelt mit Manipulationen, um sich gut zu entlohnen. Erst 107 entlassen, jetzt wollen es sie schassen. Mit Mafia-Methoden wollen sie wohl Deutschland roden. Ole, ola, miteinander da. Wir werden uns nicht ergeben, weil wir von der Hütte leben. Ole, ola, sag ein Schick auf USA. Lass Deutschland groß in Ruhe, geht nach Hause und bleibt da. Wenn sie den Standort schließen, wird reichlich Money fließen. Auf unsere Knochen, Leute, erklären sie uns für Beute. Wir sind nicht in den Staaten, wo sie die Leute braten. Wir sind nicht deren Knechte, hier gibt es Menschenrechte. Ole, ole, ola, wir sind miteinander da. Wir werden uns nicht ergeben, weil wir von der Hütte leben. Ole, ole, ola. Fuck and shit auf USA. Lass Deutschland bloß in Ruhe. Geht nach Hause und bleibt da. Und auch der Einzelhandel wird voller fast zum Wandel. Mit Arbeit für einen Euro sind Brötchen halt so teuer. Drum seid ihr auch betroffen und solltet mit uns hoffen. Noch besser mit uns schreien. Es geht um unser Gerresheim. Ole, ole, ola, wir sind miteinander da. Wir werden uns nicht ergeben, weil wir von Hütte leben. Ole, ole, ola, fucking shit auf USA. Lass Gerresheim in Ruhe, geht nach Hause und bleibt da.
Der Schröder hat's gewagt und Not zum Krieg gesagt. Aus der Quittung sollen wir lernen von den US-Konzernen. Doch darf man das nicht sagen, schon gar nicht hinterfragen. Sie sind die Patrioten und wer zählt noch die Toten? Oh, leo, leo, la, wir sind miteinander da. Wir werden uns nicht ergeben, weil wir von Nöte leben. Oh, leo, leo, la, fuck and shit auf USA. Lass Deutschland bloß in Ruhe. Geht nach Hause und bleibt da! Ja, liebe Kollegen, in diesem Sinne hoffen wir also auch weiterhin um Unterstützung und ganz spontane Unterstützung ist uns gerade zuteil geworden. Stehen hier unten zwei kleine Mädchen, die haben auch ein Lied und möchten das gerne auch noch vortragen. Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich recht herzlich für euer zahlreiches Erscheinen, für eure Unterstützung, dass wir einen Arbeitsplatz hier in Gerresheim behalten. Ich möchte hiermit die Demonstration öffentlich beenden. Dankeschön für euer Kommen. Also, und wenn wir euch brauchen, holen wir euch wieder. Ich hab dich erwischt. Ja. Wolltest du? Habt ihr den gepackt? Ach, von vorne. Hey, du bist doch nicht geschminkt, Enrico. Du bist aber nicht geschminkt, du siehst jetzt richtig scheiße aus. Ja, heute Abend. Ja? Mit euren Namen die Wirklichkeit. Mit meinen Fragen fühle ich mich nicht frei. Und fühle ich mich nicht frei. Wenn du versagst, lautet dir wieder einen schönen Namen. Stehen wir oben, gehen raus, Müller. Danke für ATL.